Moin, moin und heidi ho, ihr Lieben. Willkommen zurück in der Irrenanstalt. Letzte Runde haben wir unser Ticket fürs Wäscheliftsystem bekommen. Den Kleiderbügel Nummer 1. Und genau den wollen wir uns jetzt schnappen und mal hier durch die Irrenanstalt fahren. Okay. Das scheint... Ein freundlicher Herr. Und Waschmittelwerbungsweiß. Da kommt der nächste Ausgang. Ach, wie schon. Ich wollte mich doch noch mit dem unterhalten. Machen wir mal Lichtschalter an. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, Stromzähler. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Hey. Als würde jemand ständig das Licht brennen lassen. Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Nein. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Das ist zu fest eingepackt. Wie gut, dass wir eine Zickzackschere haben. Was? Das gibt's doch nicht. Die Schere hinterlässt nicht mal einen Kratzer. Wenn unfair. Ich doch nur Benzin für die Kettensäge hätte. Oh, ich weiß nicht mehr, aus welchem Spiel das war, aber in irgendeinem Spiel, ich glaube, das war eins von den LucasArts Games, da gab es wohl eine Kettensäge, für die man nie Benzin gefunden hat. Das ist zu fest eingepackt. Was? Macht auch nicht. Oh. Die Schere hinterlässt nicht mal einen Kratzer. Unfair. Wenn ich doch nur Benzin für die Kettensäge hätte. Nee, Quatsch. Schere ging ja nicht. Aber das können wir machen. Wir wollen ja hier alles schön... Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Bla bla. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Auch wenn man's denkt, es wird nie langweilig. So, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Okay. Dann schauen wir uns doch erstmal diese Tür an. Schon wieder eine Toilette. Machen wir erstmal Licht an. Wir sehen ja gar nichts. Oh, ein Schlauch. Und Waschbecken. Die können wir erstmal alle anmachen. Wie sehe ich eigentlich aus? Komisch. Irgendwie das ist die gleiche Unterhaltung. Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer eher für die Gegenpartei. Entschuldigung. Aber sie stehen auf mir. Oh, das tut mir leid. Kann man den irgendwie beschnippeln? Kann man. Der wird jetzt nicht mehr so gut funktionieren. Aber ich glaube, hier können wir nicht mehr so wahnsinnig viel tun. Können wir eigentlich hier auch auf dem Spiegel was machen? Ach, okay, ja. Gut, sie sagt die Sachen einfach rückwärts. Okay, gehen wir weiter. Nächste Tür. Oh. Das könnte interessant werden. Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Hier steht, dass Miss September ihren Mann erdolcht und den Hund gegessen hat. Sexy. Benimm dich, Harf. Nein, ich möchte nicht, dass Harvey denkt, ich sei eifersüchtig.
Lea. Wollen wir mal gucken, was da drin ist. Ein Typ. Hallo Prinzessin. Hi. Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Reinigungskraft, Wärter? Wir fragen mal den Heinrich. Heinrich, was soll ich sein? Reinigungskraft, Wärter, Therapeut, ein unmögliches Tentakelwesen aus der Zwischendimension oder Edna? Ich bin Therapeut. Okay, ich bin der neue Therapeut. Antworte nicht. Du bist Edna. Stimmt's? Oh. Hey, woher weißt du das? Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Dieser Typ ist irgendwie wirklich gruselig. Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Mhm. Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Oh. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Also der Generalschlüssel wäre ja irgendwie nicht so fies, wenn der nicht als wunderschönes Kunstwerk beim Bienenmann hängen würde. Aber wir wollen ja keine Kunst kaputt machen. Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Blaser. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck. Einen Ofen, um den Ton zu brennen. Und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre ideal. Ton, ja, hab eine Idee. Das Original hat Blaser. Und Gold hier, Adrian, der hat ein Dings. Wo finde ich denn den Generalschlüssel? Das ist leicht. Der Wächter, den Sie Blase nennen, hat ihn. Blase hat heute Monitordienst im Kontrollraum im dritten Stock. Er ist zwar alles andere als aufmerksam, aber was den Schlüssel angeht, so ist er wie ein Schießhund. Vielleicht musst du ihn irgendwo mit beschäftigen. Wie komme ich an Gold? Knifflig. Dr. Marcel schließt seine Polotrophäen zu gut weg, als dass man daran käme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Trockelbecher. Ja, ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen, selbst wenn du an Troggelbecher vorbeikommst. Okay, der Ton. Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen.
Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Ich muss noch mal rausfinden, wie ich diese Benachrichtigung hier ausstellen kann. Aber hier Ton, Erdschicht. Ja, sonst wisst ihr jetzt nämlich auch, wie, wenn ich jetzt das nicht geschwärzt hätte, wüsstet ihr Heinrichs echten Namen. Aber gut, dass ich das geschwärzt habe. Ich muss noch mal gucken, wie das geht, diese Benachrichtigungen auszustellen. Wie komme ich in ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Na gut. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Oh ja. So, Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Okay. Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann. Vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben, schließt sich in seinem Geheimzimmer ein und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Ich muss weg. Grüß die Freiheit. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, diesen Typen zu helfen, auszubrechen. Aber gut. So. Genau, das ist so ein Ding. Ihr seht, ich habe hier den Entwicklerkommentar jetzt mal ausgeschaltet. Ich habe den ja sowieso nie genutzt. Ihr seht, hier sind 4 Türen. Man kann links, hier ist das Wäschelift-System. Hier war nochmal die Toilette. Hier war jetzt der Schlüsselmeister. Und hier ist auch eine Tür, in die man nicht reingehen kann. Da kann man nicht reingehen. Die ist einfach nur da, damit es symmetrisch aussieht. Wenn ich mich aber recht entsinne, kann man im zweiten Teil, Harvest neue Augen, kommt man in diese Tür rein. Gehen wir ans Flurende. Ah ja, genau. Hier sind wir jetzt im Schlafsaal. Und da sehen wir 2 wunderbare, nennen wir sie mal siamesische Zwillinge. Moti und Moti. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo und nochmals hallo. Wer seid ihr? Ich bin Moti. Und das hier ist mein Zwillingsbruder, Hoti. Wir sind siamesische Zwillinge. Aber das hast du sicher schon erkannt. Ja, also wenn ich mich recht entsinne, siamesische Zwillinge müssen eineiige Zwillinge sein, weil da sich die Zellen nicht so ganz voneinander getrennt haben. Es gibt natürlich tatsächlich das Phänomen, dass Zwillinge 2 unterschiedliche Hautfarben haben. Das geht sogar, wenn sie denselben Vater haben. Aber dafür müssen sie 2-eiig sein. Naja gut, aber Hoti und Moti sind ja nicht so wirklich umsonst in einer Nervenheilanstalt. Hoti und Moti? Das sind aber ungewöhnliche Namen. Tja. Das liegt daran, dass unser Vater Japaner ist. Und unsere Mutter Hopi-Indianerin. Okay. Aber das hast du sicher schon erraten. Natürlich. Man sieht es an Hotis mandelförmigen Augen. Was sitzt ihr hier herum? Wir passen auf, dass niemand unser Bett klaut. Aber die Betten sind alle gleich. Das glaubst nur du. Wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es gewaltige Unterschiede. Es ist wie bei Hoti und mir. Nur wenige können uns auseinanderhalten. Aber mit der Zeit lernt man zu differenzieren. Das ist quasi unsere geheime Zwillingspower. Wir sehen die Unterschiede, wo andere nur hilflos mit den Achseln zucken. Das bringt uns zurück zu den Betten. Oberflächlich betrachtet sehen alle gleich aus. Aber dieses hier hat als einziges ein Laken. Okay. Warum tragt ihr nur einen Pullover? Dumme Frage. Für 2 Pullover ist es doch viel zu warm. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Stimmt. Eigentlich sind wir siamesische Drillinge. Aber Brody studiert Kunstgeschichte in Paris. Ja, ja. Er war schon immer ein wenig verrückt. Ich hau ab. Kommt ihr mit? Ach nee.
Hier haben wir immerhin die weichste Decke im ganzen Haus. Und wo sollten wir denn schon hinwollen? Na gut. Bis später. Das Ding ist, wir brauchen das Laken von denen. Die Freiheit, wenn du sie findest. Aber wir versuchen jetzt mal was ganz Schwieriges. Und zwar versuchen wir, diese siamesischen Zwillinge voneinander zu trennen. Haltet mal still. Ich habe eine Idee. Ihr seid frei. Hallo, Katze. Wow. Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Was ist los? Ihr seid befreit. Jeder von euch kann jetzt endlich das tun, was er schon immer wollte. Oh, diese Fülle an Möglichkeiten. Und dieser damit verbundene Druck. Oh je. Na gut, gehen wir mal wieder weg. Gucken wir mal, ob wir uns mit Herrn Mantel weiter unterhalten können. Dem haben wir uns ja noch gar nicht unterhalten. Und los geht's. Hallo da drüben. Oh. Ja, Minosch, komm doch auf meinen Schoß. Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Ein merkwürdiger Name. Für einen Menschen schon. Aber ich bin... Ein Mantel, verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Wohnst du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Und worin genau besteht dieser Komfort? Naja... Es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken. Ihr Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Sehe schon. Ich denke mir gerade, dass das ein sehr, sehr stabiler Regenschirm ist. Wo fährt der Lift hin? Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt insgesamt 3 Ausgänge. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Da hat man einen netten Ausblick. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, habe ich leider vergessen. Wieso? Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du nicht, wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Das lässt sich ändern. Früher war ich mal beige. Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach das? Das sind nur Wolfsspinnen. Davon gibt es eine Menge hier. Schön. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe. Mein empfindliches Gewebe. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl... dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Ah ja. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Gut. Hierfür, ihr Lieben, brauchen wir das Laken von Hoti und Moti. Aber wir versuchen jetzt mal was anderes. Wir wollen jetzt mal unseren lieben Herrn Mantel ärgern. Da kommt der nächste Ausgang. Oh. Ich wollte ihn doch noch mit Ketchup bekleckern. Oh, der schaut mich böse an. Fahren wir nochmal wieder runter zu Hoti und Moti. Seltsam. Oh. Wo ist denn Herr Mantel hin? Da kommt der nächste Ausgang. So,
So, gucken wir mal, was aus Hoti und Monti geworden ist. Oh, schau mal an, das Bett ist leer. Mir fallen zwar tausend Möglichkeiten ein, wie ich die einsetzen könnte, aber sie ist einfach zu sperrig, um sie die ganze Zeit mit mir herumzuschleppen. Schade. Dann machen wir das Übliche. Kann ich auch noch draufschreiben? Sehr schön. Gut, dann. Ja. Das habe ich gar nicht im Blick, wie lange die Aufnahme schon läuft, weil ich die auch unterbrochen hatte. Aber würde ich fast sagen, dass wir hier in der nächsten Folge weitermachen. Wir haben ja jetzt unsere Aufgaben von dem Schlüsselmeister bekommen und ich würde sagen, daran arbeiten wir nächstes Mal weiter, ne? Also, bis dann, ihr Lieben. Macht's gut. Ach ja, liken, kommentieren, etc. Natürlich nicht vergessen. Bis dann. Ciao, ciao.